Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 10, Antrag der Piratenfraktion, Drucksache 19/3430, Neudruck, zum Thema Leistungsfähigkeit der deutschen Game Development Branche. Ich darf hinweisen darauf, dass der Antrag der Piratenfraktion, Drucksache 19/3430, Neudruck, gemäß § 82 Absatz 2 Buchstabe b unserer Geschäftsordnung vom Plenum an den Ausschuss für Kultur und Medien überwiesen wurde, mit der Maßgabe, dass eine Aussprache und Abstimmung erst nach Vorlage einer Beschlussempfehlung erfolgt. Diese Beschlussempfehlung und der Bericht des Ausschusses für Kultur und Medien liegen nunmehr vor, und zwar als Drucksache 19/3385. Deshalb können wir jetzt auch in die Aussprache eintreten, die ich hiermit eröffne, um Herrn Kollegen Schneider von der SPD-Fraktion als erstem Redner das Wort zu erteilen. Bitte schön. Ja. Vielen Dank, sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Angesichts der vorgerückten Stunde und der nahenden Sommerpause möchte ich es heute kurz machen, obwohl das Thema Games Development natürlich ein sehr wichtiges ist und jederzeit unsere vollste Aufmerksamkeit genießt. Deswegen lobe ich auch ausdrücklich die Absicht, die hinter dem Antrag der Piraten steht. Ihnen geht es, das unterstelle ich Ihnen mal wohlwollend, um die positive Würdigung und Unterstützung einer Wirtschaftsbranche, die in Deutschland immerhin jährlich rund 3 Milliarden € umsetzt. Soweit, so gut. Leider können wir jedoch Ihr Ansinnen, das in Ihrem Antrag zum Ausdruck kommt, nicht unterstützen. Dass wir als SPD-Fraktion nicht zustimmen werden, hat mindestens drei Gründe, die ich Ihnen kurz nennen möchte. Erstens, die Kritik, Deutschland und auch NRW verpassten einen Trend, das kommt im Antrag zum Ausdruck, geht völlig fehl. Eine repräsentative Umfrage des Bundesverbands der interaktiven Unterhaltungsmedien und der Gesellschaft für Konsumforschung stellte schon 2013 die Bedeutung NRWs in dem Sektor fest. Ein nicht unbeträchtlicher Teil der Wertschöpfung wird in NRW durch dort ansässigen Player wie Ubisoft, Bluebyte oder Electronic Arts generiert. Der Standort NRW, der momentan mit der Gamescom Cologne auch noch eine der wichtigsten internationalen Spielemessen beherbergt, tut einiges dafür, um diese Stellung im Wettbewerb zu halten und weiter auszubauen. Herr Minister Lea Schmense wird dazu nachher sicherlich weitere Zahlen und Fakten liefern. Schon den Grundtenor Ihrer Beschreibung der Ausgangslage, liebe Piraten, können wir also nicht teilen. Zweitens fordern Sie in Ihrem Antrag, wir sollten eine Studie erstellen, die die Leistungsfähigkeit der Branche in Nordrhein-Westfalen untersucht. Diese Forderung halten wir schlicht für einen digitalen Anachronismus. Bei einer Branche, die in weltweiten Zusammenhängen funktioniert, bei der Programmierer auf der Suche nach immer neuen spannenden Games-Projekten von Kontinent zu Kontinent wandern und es für viele digitale Nomaden überhaupt nicht darauf ankommt, wo sie ihre Laptops zur Arbeit aufklappen, wollen Sie eine Studie über die Games-Development-Branche zwischen Köln und Kleve, Bonn und Bielefeld? Ich sage Ihnen, das ist zu kurz gesprungen. Wir brauchen mindestens eine nationale Studie schon, um die Bundesländer untereinander vergleichen zu können. Doch Achtung, die Sau wird nicht vom Wiegen fett. Nur weil wir etwas messen, wird es nicht größer oder besser. Deshalb müssen wir weiter dranbleiben an der Förderung der Branche. Das tut die Landesregierung und deshalb braucht es diesen Antrag nicht. Zumal, und da komme ich auf den dritten Punkt zu sprechen, weshalb wir Ihren Antrag ablehnen, ich eigentlich lieber über einen Text sprechen würde, der frei von Partikularinteressen formuliert wurde. Ich bin ein großer Freund von Creative Commons Lizenzen und der Idee, Inhalte frei verwenden, sie mixen und wiederveröffentlichen zu dürfen. Bei Anträgen im Landtag bin ich da aber etwas vorsichtiger, zumal wenn der Urheber am Ende nicht genannt wird. Um es deutlicher zu formulieren, mich hat schon überrascht, wie freimütig sich ein Sachverständiger in der Anhörung darüber freut, dass seine Gedanken ganz explizit von der Piratenfraktion übernommen worden sind. Kann man ja machen, liebe Piraten, aber dann nennt man auch klar Ross und Reiter und den Urheber. Das nennt man dann, wenn man das so macht, Transparenz. Komisch, dass ich ausgerechnet Ihnen das erklären muss. Mein Fazit, die Absicht hinter dem Antrag ist ehrenwert. Wir haben dennoch gute Gründe, ihn in dieser Form abzulehnen. Die rot-grüne Landesregierung wird die Games-Development-Branche weiterhin unterstützen und fördern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, schöne Ferien und natürlich ein herzliches Glück auf. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Schneider. Für die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen Stein das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, liebe Zuschauer oder lieber Zuschauer in diesem Fall.
Nordrhein-Westfalen ist dank großer internationaler Publisher wie Electronic Arts oder auch einer ausgeprägten Entwicklerszene, welche auch das Rückgrat des hiesigen Games-Standortes in NRW bilden, für die Games-Branche von großer Bedeutung. Und nicht umsonst runden auch die Gamescom in Köln als weltweit profiliertes Top-Event der Videospielbranche und die Electronic Sports League, auch mit Sitz in Köln übrigens, dieses Bild des bedeutenden Games-Standorts hier in Nordrhein-Westfalen ab. Zudem kann unsere heimische Wirtschaft durch diese Nähe vom Transfer innovativer Games-Technologien wie etwa der Anwendung von Virtual-Reality-Brillen hin zu klassischen Industrien, Forschung und Medizin profitieren. Und laut Berechnungen des Bundesverbandes Interaktive Unterhaltungssoftware auf Grundlage des GfK Consumer Panel und der GfK Entertainment wuchs der deutsche Markt für digitale Spiele in den Jahren 2014-2015 um 4,5%. Hierzu zählte neben den Käufen von Spielen auch der Vertrieb von Hardware wie Spielekonsolen und Handhelds sowie Mikrotransaktionen virtueller Güter, zum Beispiel in Form von In-App-Käufen. Nichtsdestotrotz braucht die Branche unsere Unterstützung, um im internationalen Wettbewerb mit Hotspots der Spielebranche wie etwa Montreal in Kanada konkurrieren zu können. Daher ist es ausdrücklich zu begrüßen, dass Sie mit Ihrem Antrag auf die Situation der Games-Branche im Allgemeinen hier hinweisen. Eine Studie zur Erfassung der Leistungsfähigkeit der nordrhein-westfälischen Spieleentwicklungsbranche ist auch eine gute Idee. Die Anhörung, sie zeigte zwar, dass Sie sich vielleicht da ein bisschen zu sehr am Klein-Klein verlieren und ein Kennzahlenset festlegen wollen, welches viel zu rigide Vorgaben im operativen Bereich einer Studie macht. Denn wie eine Studie ausgestaltet ist, muss unserer Auffassung nach Aufgabe von Forschung und Wissenschaft sein, nicht von Politik. Laut unserer Auffassung wäre da eine offenere Evaluation mit Sicherheit besser für das Ergebnis und würde sicherlich auch von den beteiligten Verbänden begrüßt werden. Also trotz unserer Kritik wird die CDU-Fraktion diesem Antrag hier zustimmen, da er nicht nur in die richtige Richtung geht, sondern auch ein wichtiges Signal setzt. Ich möchte mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und wünsche Ihnen eine schöne Sommerpause. Vielen Dank, Herr Kollege Stein. Für Bündnis 90 Die Grünen spricht Herr Kollege Abel. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Nordrhein-Westfalen ist ein wichtiger Standort für die Gamesbranche. 25% der deutschen Unternehmen in diesem Bereich haben hier ihren Sitz, mittlerweile über 200 Firmen. Und auch Weltmarktführer der Branche sind mit Niederlassungen in Nordrhein-Westfalen vertreten. Ein Blick in die Marktdaten des Branchenverbandes, des Bundesverbandes Interaktive Unterhaltungssoftware, zeigt die großen wirtschaftlichen Dimensionen. Wir haben hier mit Umsatzsteigerungen bei Spielen für Computer, Konsolen, Smartphones im ersten Halbjahr 2015 von 3% ein Aufwuchs auf 534 Millionen Euro zu tun. Und der Branchenverband geht davon aus, dass die Vorjahrszahlen mit immerhin 11% Wachstum noch übertroffen werden. Also ein wichtiges Thema. Und in diesen Beiträgen sind noch nicht die ganzen Umsätze mit den nicht materiellen, also mit den virtuellen Gütern enthalten. Games sind also Entwicklungsfaktor für die gesamte IT-Wirtschaft. Gerade kleine und innovative Start-ups brauchen Unterstützung und wir können stolz darauf sein, was hier in NRW läuft von der Industrie, aber auch auf die Förderkulisse. Um das weiterzuführen, haben wir im Haushalt 2016 den Bereich Games noch zusätzlich gestärkt. Im Einzelplan 2 wurden 250.000 Euro zusätzlich für die Förderung der Computerspielbranche zur Verfügung gestellt und auch im Wissenschaftsbereich haben wir wichtige Standortentscheidungen. Ich habe vor wenigen Wochen mit der Kollegin Dr. Seidel das neue Game Lab an der FH Köln besichtigt und man kann nur sagen, in Nordrhein-Westfalen kommen jetzt schon und auch in Zukunft viele Talente her und wir sind Talentschmiede und gut vernetzt in der Welt, ein wichtiger Standortfaktor. Meine Damen und Herren, den wesentlichen Anteil an der Anschubfinanzierung machen in Deutschland immer noch private Geldgeber aus. Das muss man an der Stelle auch betonen. Als Düsseldorfer Abgeordneter fand ich dann auch schon bemerkenswert, dass Großkonzerne wie zum Beispiel die Metro mit ihren Accelerator-Programmen mehrere hundert Start-ups nicht nur kontaktiert hat, sondern regelmäßig zu Wettbewerben einlädt, die besten prämiert und dann fördert. Das ist auch eine wichtige Säule und darf nicht zu kurz kommen. Meine Damen und Herren, alles das macht der Antrag der Piratenfraktion nicht zum Thema. Sie glauben, dass dieses Thema
in einer Studie umfassend beleuchtet werden könnte. Sie sagen, es gibt nicht genügend Datenmaterial, weil es auch schon eine Anhörung gab zu dem Thema, an der ich dann auch teilgenommen habe als Stellvertreter im Kultur- und Medienausschuss. Müssen wir sagen, das ist nicht zielführend, deswegen werden wir Ihren Antrag ablehnen. Und auch ich möchte Ihnen eine gute und erholsame Sommerpause wünschen, möchte mich an dieser Stelle aber auch bedanken bei den ganzen Mitarbeiterinnen der Häuser, aber auch des Landtags. Und ja, ich denke, dass wir Ihre Arbeit sehr wertschätzen und wünschen Ihnen alle eine erholsame Sommerpause. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Abe. Für die FDP-Fraktion spricht Herr Kollege Nückel. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, geteilte Freude ist doppelte Freude. Man spürt, alle Redner, sie sagen es zwar nicht direkt, aber ich glaube, freuen sich gar nicht so sehr über die in wenigen Minuten beginnende Sommerpause. Nein, die liegt höchstwahrscheinlich etwas störend zwischen heute und dem Startpunkt, dem Startschuss für die Gamescom, der Leistungsshow der internationalen, aber eben auch der deutschen Gamesbranche. Sie findet in einem guten Monat statt, steht also schon wieder vor der Tür. Und wenn Sie wirklich mal volle Hallen, also wirklich volle Hallen sehen wollen, dann ist die Gamescom, glaube ich, ein guter Tipp. Vorfreude ist die schönste Freude. Ein guter Zeitpunkt also, diesen Antrag abzuschließen, den die Piraten, glaube ich, im Umfeld der letzten Gamescom eingebracht haben. Zwar denke ich, dass die konkreten Vorschläge in diesem Antrag etwas dünn ausgefallen sind für eine, ja, ich glaube, der Spieleinsatz war da etwas zu gering, aber dennoch war es doch zumindest schon mal ein guter Punkt, dieses Thema in den Fokus zu bringen und Computerspiele und die Situation der Branche etwas kritisch zu beleuchten. Es geht dabei nicht nur um Zahlen, Computerspiele sind ja auch Treiber von Kultur und Kreativität. Erst vor kurzem berichtete Deutschlandradio Kultur darüber, wie viel wichtiger Drehbuchautoren bei der Gestaltung der immer komplexer werdenden Spiele und modernen Games werden für die Geschichteentwicklung. Der Beitrag hatte übrigens den Titel Literatur aus der Konsole. Das sagt ja schon einiges. Im Antrag, um darauf zurückzukommen, selbst vermisse ich ein wenig eben die konkreten politischen Vorschläge. Es ist etwas skizzenhaft. Eine Studie, wie angeregt, kann natürlich nie schaden. Aber als einziger Punkt ist das doch schon ein bisschen wenig. Und in der Anhörung war ja dann auch zu hören, dass beispielsweise Ihr Begehren, vieles zu messen oder in Statistiken zu überführen, zum Beispiel die Messung von Arbeitsstunden, dass das schon ein bisschen der typisch deutschen Arbeitslogik entspricht, weil beispielsweise die Arbeitsleistung von Künstlern lässt sich schwierig in Stunden messen. Da geht es um Design. Und ich sage immer, Wissenschaft wird schon wissen, was forschungswürdig ist. Da sollte sich Politik auch nicht zu sehr einmischen und was vorschreiben. Ich glaube, der Überblick ist schon vorhanden. Die Branche ist gut aufgestellt, hat aber eine nicht so gute Basis im Lande, wie uns Rot-Grün das gerne glauben lassen will. Denn besucht man Unternehmen und Entwickler, dann zeigt man sich da schon sehr besorgt, dass internationale Verkaufsumsätze auch in Deutschland zwar steigen, aber der Absatz von Computerspielen heimischer Entwickler zeitgleich sinkt. Und ja, Games Lab in allen Ehren, aber das wird nicht reichen. Da glaube ich, werden wir den Fachkräftemangel nun wirklich nicht beseitigen. Da läuft einfach etwas in den Universitäten falsch und darüber müssen wir, glaube ich, auch reden. Vor dem Hintergrund der, wie ich finde, fehlenden Gestaltungsvorschläge können wir dem Antrag heute leider nicht zustimmen und werden uns einfach nur enthalten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Nückel. Für die Piratenfraktion spricht Herr Kollege Olejak. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, liebe Gamerinnen, liebe Gamer. Sehr geehrter Herr Nückel, wir müssen gar nicht bis zur Gamescom warten. Wer die Leute einfach mal richtig in Action sehen will, der fährt morgen mal in die Lanxess und guckt sich die ESL One an. Von daher, the bomb has been planted. Okay. Ich konnte ja im Februar leider nicht bei der Anhörung mit dabei sein, bin heute auch nur stellvertretend für meine Kollegin Brandt am Start.
Nichtsdestotrotz, im Kulturausschuss war ich ja ebenfalls da, als wir das Thema diskutiert haben. Letztendlich aus unserer Sicht, es ist immer noch im Antrag das Richtige, was wir dort fordern. Wir brauchen eine GEM-Statistik. Und zwar nicht nur bundesweit, sondern tatsächlich für die einzelnen Länder, gerade auch hier in NRW. Letztlich die Abstimmung auch zwischen den einzelnen Bundesländern in diesen Zusammenhängen würden dann die Folge sein. Von daher kann NRW hier nach wie vor aus unserer Sicht eine klare Vorreiterrolle einnehmen. Diese Statistik, die sollte ja, wurde gerade auch schon gesagt, entsprechend in die Klassifikation eines Wirtschaftszweiges Games Development einfließen und so die Grundlage auch für die Verwaltung und Firmengründung, vielleicht auch für Finanzämter, steuerliche Geschichten dienen. All dies könnte damit entsprechend eingeordnet und zugeordnet werden. Bis heute ist es ja nach wie vor so, dass der Bereich Games Development, auch die einzelnen Arten von Künstlergruppierungen, die da so mit verantwortlich sind, bis hin zu Bibliothekaren, die im Übrigen sehr viel Archivarbeit machen bei historischen Spielen, so unterschiedlich eingeordnet sind, dass man letztlich tatsächlich nicht zuverlässig eine Grundlage für mögliche Förderprojekte heranziehen kann oder schaffen kann. Ärgerlicherweise verpassen wir aus unserer Sicht hier in Nordrhein-Westfalen und auch in Deutschland weiterhin den Anschluss zu dem großen international ausgerichteten Markt und der gesamten Games-Branche, wenn wir explizit nicht mit der Entwicklung hier durch heimische Developer einen entsprechend sicheren Boden schaffen. Herr Bolte, falls Sie zwischendurch noch was sagen können, Sie können sich ja noch mal melden, ist alles nicht das Thema. Das Games Development, das hat Herr Nückel ja gerade auch schön ausgeführt und auch Herr Stein, vielen Dank dafür, ist sowohl an der Spitze der Hochtechnologie als auch der Kultur einzuordnen. Die Entwicklung für die Wiedergabe und das Spielen, die von Spielen vonnöten sind, gehen über alle Bereiche hinweg. Es gibt die sogenannten Serious Games, quasi Sachspiele, ich erwähnte es gerade schon, die in der Lehre und in der Berufsfortbildung beispielsweise zur Anwendung kommen. Ein konkretes Beispiel, im Übrigen deutsch-französische Kooperation, ein Firmenname wurde erwähnt, 1914, in diesem Zusammenhang mit dem Ersten Weltkrieg. Hier ist definitiv ein enormes Potenzial vorhanden, welches dann erst voll ausgeschöpft werden kann, wenn auch die Developer selbst bürokratisch auf sicherem Boden agieren können und als feste Branche mit festen Kennzahlen sich endlich etablieren können und nicht mit diesem, wie wir es schon mal nannten, auch gemischt Warenladen zwischen Software und Design versauern müssen wie bisher. Also, ganz konkret. Die Wirtschaftsdatenbanken erfassen die Games-Branche nicht richtig. Die Steuerbehörden erfassen die Branche nicht richtig. Die Games-Branche selber ist international ausgerichtet und wenn wir hier keine sicheren Bedingungen schaffen, dann wird sie abwandern. Es gibt eindeutig viel zu wenig Titel mit Blockbuster-Rang aus Deutschland. Also, es ist so gut wie nicht mehr vorhanden. Es gibt auch keine deutschen Titel, zum Beispiel in der Liste der kulturell und künstlerisch bedeutenden Spieleliste des MoMA in New York, das Museum of Modern Arts. Minecraft aus Schweden, sogar ein kleines Independent-Game, mittlerweile nicht mehr, aber die haben das mal hingekriegt. Großartig. Da gibt es auch übrigens entsprechende Förderprogramme. Was die Förderung angeht, Bayern, Berlin, die investieren gezielt deutlich mehr in die Games-Branche als das Gamescom-Land NRW. Hier nochmal lobend zu erwähnen, im Übrigen der Antrag aus dem Abgeordnetenhaus Berlin zur Förderung der Gamescom-Branche und des E-Sports. Piraten, Grüne, SPD, CDU, mein Gruß an Berlin. Ihr kriegt das deutlich besser hin als hier dieses Land NRW. Und auch wenn wir jetzt die ersten kleinen Slots an den Hochschulen haben, auch ich werde das weiter beobachten, es ist definitiv deutlich stärker ausbaufähig. Und von daher würde ich mal fast sagen, the bomb got defused. Und von daher bleibt mir stellvertretend für alle Fraktionen abschließend Ihnen allen eine schöne Sommerpause zu wünschen. Mich persönlich auch nochmal bei der Landtagsverwaltung, dem Präsidium, allen externen Angestellten, die uns hier tagtäglich sozusagen über die Runden helfen. Ihr Slot einfach nochmal den Dank auszusprechen und wünsche Ihnen eine schöne Sommerpause. Vielen Dank, Herr Kollege Leak.
Für die Landesregierung spricht Herr Minister Lerschmenz. Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Nordrhein-Westfalen hat seine Unterstützung für die Games-Branche in den letzten Jahren deutlich ausgebaut. In engem Austausch mit den Akteuren wurden Maßnahmen entwickelt, von denen die Branche kurz-, mittel- und langfristig profitiert. Diese Maßnahmen der Landesregierung basieren auf drei zentralen Bausteinen: finanzielle Förderung, Investitionen in Fachkräfte und Ausbau der Vernetzung von jungen Unternehmen. Herzstück der Games-Förderung in Nordrhein-Westfalen ist das Programm Digitale Inhalte der Film- und Medienstiftung. Hier werden der Nachwuchs gefördert und junge Unternehmen gezielt unterstützt. Seit dem Start des Programms im Jahre 2011 wurden mehr als 70 Projekte mit insgesamt fast 3 Millionen Euro gefördert. Und auch aus der Branche immer wieder wird der Wunsch geäußert, auch größere Unternehmen unterstützen zu können. Deshalb haben wir im Förderwettbewerb Create Media NRW auch etablierte Entwicklerstudios angesprochen. Diese stehen häufig in weltweiter Konkurrenz und vertreten den Medienstandort NRW auf der internationalen Bühne. Gleichzeitig schaffen sie viele hundert Arbeitsplätze hier in Nordrhein-Westfalen. Meine Damen und Herren, eine der besten Präsentationsplattformen für die neue Entwicklung auf dem Games-Markt findet, darauf ist hingewiesen worden, alljährlich in Köln statt. Die Gamescom, Europas größte und wichtigste Messe für interaktive Unterhaltungselektronik, versammelt Jahr für Jahr die weltweite Games-Branche in Nordrhein-Westfalen. Bis zu 350.000 Besucher kommen jedes Jahr zur Gamescom. Über das Mediencluster NRW ist die Landesregierung hier seit vielen Jahren mit einem Stand vertreten, gibt jungen Gamesfirmen die Möglichkeit, sich zu präsentieren, innerhalb der Branche zu vernetzen. Der parallel stattfindende Gamescom-Kongress, den die Landesregierung gemeinsam mit der Stadt Köln unterstützt und die Köln-Messe mit dem Bundesverband für interaktive Unterhaltungssoftware ausrichtet, ist mittlerweile ein fester Bestandteil der Messe. Hier werden die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Möglichkeiten, die durch Games erzeugt werden, thematisiert. Meine Damen und Herren, Computer- und Videospiele haben einen festen Platz in der Gesellschaft. Um diese Begeisterung gerade bei jungen Menschen aufzunehmen, war es uns wichtig, die Aus- und Weiterbildungsangebote für Spieleentwickler und Game Designer voranzubringen. Deshalb ist der Ausbau des Cologne Game Lab der TH Köln und die räumliche Zusammenführung mit der Internationalen Filmschule und dem Mediengründerzentrum erfolgt. Sie fördert Kooperationen, gibt jungen Spieleentwicklerinnen und Entwicklern einen großen Freiraum bei der Entwicklung ihrer Kreativität. Meine Damen und Herren, finanzielle Unterstützung, Fachkräfteausbildung, Vernetzung der jungen Unternehmen sind die zentralen Bausteine unserer Förderung für die Games-Branche. Diese Flexibilität in der Unterstützung gibt uns die Chance, jederzeit dort, wo es erforderlich ist, neue Akzente zu setzen und auf die Bedürfnisse der Branche einzugehen. Der Landesregierung ist es wichtig, diese Unterstützung noch passgenauer und zielgerichteter einzusetzen. Eine statistische Erfassung der Branche ist sicherlich sinnvoll, aber auch da waren sich die Sachverständigen einig, nur dann, wenn dies auch bundesweit geschieht, eine Untersuchung, die nur die NRW-Branche erfasst, greift eindeutig zu kurz. Meine Damen und Herren, wir werden deshalb uns auf der Bundesebene und im Länderkreis dafür einsetzen, dass es eine solche bundesweite Erhebung und eine bundesweite Statistik geben wird. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen ebenfalls eine schöne und erholsame Sommerpause. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Minister Lerschmenz. Meine Kolleginnen und Kollegen, weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Ich schließe die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung. Der Ausschuss für Kultur und Medien empfiehlt in Drucksache 12385 den Antrag Drucksache 9430 Neudruck abzulehnen. Wir kommen somit zur Abstimmung über den Antrag selbst und nicht über die Beschlussempfehlung. Wer ist für den Antrag der Piraten? Das ist die Piratenfraktion und, Entschuldigung, die CDU-Fraktion.
Vielen Dank. Wer stimmt gegen den Antrag der Piraten? Das sind SPD und Bündnis 90 Die Grünen. Danke sehr. Wer enthält sich der Stimme? Das ist die FDP-Fraktion. Vielen Dank. Damit stelle ich fest, dass der Antrag Drucksache 9430 Neudruck abgelehnt ist. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt